Herzlich willkommen bei Genius TV. Mein Name ist Alexander Loof und heute geht es um das spannende Thema technische Hilfeleistung und Waldbrandbekämpfung. Hierzu sind wir bei DEWA im Stammwerk in Friedeck-Mistek zu Besuch. Vielen Dank für die Einladung, Herr Dedek. Thank you very much. Thank you. Wir haben das Modell Red Fox für die Brandbekämpfung im Innenangriff entwickelt nach der neuen Norm EN469-2020. Und als dieses hervorragende Produkt fertig entwickelt war, haben wir beide den Gedanken gefasst, dass man diese Performance von diesem Oberstoff auch für eine unzerstörbare Bekleidung für die technische Hilfeleistung nehmen könnte. Mit Abriebzyklen über 60.000, mit Reißkraftwerten über 1.000 Newton ist das ein hervorragender Oberstoff, der viel Langlebigkeit auch im Dauereinsatz verspricht. Dazu haben wir ein sportliches Design gewählt unter dem Namen Rescuer, eine sehr leichte Bekleidung, die sehr sportlich ist, geschaffen, die verschiedene Möglichkeiten mit beinhaltet. Das heißt, wir haben hier wieder die Power Braces mit der Längenverstellung, die Hüftweitenverstellung mittels Gummizug, dass man hier sich auch wunderbar hinknien kann. Man kann separat noch einen Gürtel einziehen, um die Hose besser zu fixieren. Um die Kombination zwischen technischer Hilfeleistung und Waldbrandnorm zu finden, mussten die Hosentaschen abgedeckt werden, dass also hier keine Brandnester entstehen können oder Funkenflug in die Hosentaschen kommt. Ansonsten hat die Hose wieder oben die aufgesetzten Blasebalgtaschen in der größtmöglichen Form für dieses Design. Auf der rechten Seite nochmal eine unterteilte Messertasche. Die Knie sind anatomisch sehr gut vorgeformt, wie auch bei unserer 469-Bekleidung passt das wunderbar. Die Kniepolster sind wechselbar, die Reflexstreifen sind gepatcht für mehr Flexibilität. Die Hose ist einlagig aus dem Oberstoff Futura Aramid. In der reißfesten Variante, der Hosenträger ist hinten mittels Klettverschlüssen schnell entfernbar, hinten in dem Bereich zwischen den Schulterblättern vernäht, damit er einfach gut sitzt und man sich frei bewegen kann. Die Jacke dazu hat eine leichte Membrane, um alle Anforderungen zu erfüllen. Entwicklungsziel war hier, das Gewicht zu halbieren, die Atmungsaktivität zu verdoppeln, rein für die technische Hilfeleistung und für die Einsätze gegen Waldbrände. Haben wir hier im oberen Bereich eine Membrane eingearbeitet, zwei innenliegende Taschen mit Abdeckpatte, zwei außenliegende Taschen im oberen Bereich für Mikrofone, Sprechfunkgarnituren, die Schlaufen oder für schwerere Lasten dann auch diese D-Ringe verarbeitet. Namensschilderbefestigung im vorderen Bereich. Arm ist dreidimensional vorgeformt mit Ellenbogenverstärkung. Hinten wieder die Entlastungszone, damit die Arme sich frei bewegen können. Und das sportliche Design zieht sich auch hier im Rückenbereich fort. Für die bessere Sichtbarkeit haben wir hier zusätzlich wieder die Reflexelemente eingearbeitet, dass man die Körperkontur perfekt sieht. Und dann halt auch von der Seite hier die Wahrnehmbarkeit im Straßenverkehr gesichert ist. Das Modell Rescuer THL wird über einen separaten Größensatz erfasst. Das heißt also auch hier wieder die Möglichkeit der persönlichen Vermessung der Kameraden. Die Farben sind Rot, Sand und Blau, wie bei dem Modell Red Fox. Und das Modell wird dieses Jahr noch lieferbar sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Interesse bitte melden bei unserem Fachhändler vor Ort oder bei uns auf der Website www.beagenius.com. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, Herr Dedek. Mr. Alexander. Und bis bald.